machen mit Stilettos. Woher kommen die? Vor eurer Haustür steht eine Kuh. Die steht da und blockiert den Eingang. Das speziell weibliche. Das ist doch gut, mein Gott. Ist du nicht, wenn ich das gerne mit dir mache? Aber ich bin doch auf den Titel gekommen. Woher kommen die? Ja, ich konnte läuten wegen der Kuh. Und dann bin ich halt durch die Terrasse reingekommen. Die ist drum auf. Ah, und dann kommt man einfach rein. In einem eurer ersten Bücher habt ihr plädiert für die totale sexuelle Befreiung von Frau, für die Emanzipation. Kurz gesagt, ja. Und dann kommt er sagen, die Keuschheit sind die Zinsenpaare. Die sexuelle Befreiung von Frau sind die Bedrohung für ihr Intellekt. Es ist schon ein komplexer Aussage. Und nachher seid ihr mit der These gekommen, Frauen sollen auf Kinder verzichten und stattdessen ihren Verstand entwickeln. Ja, ja. Darauf aber, kein Jahr später, einzig Wert zur wahrhaftigen Weiblichkeit, Kind haben. Möglichst viel. Was soll ich nachher? Nein, hätte ich noch vorne gegeben, Frauen sollen Kinder aus unglücklichen Beziehungen weggeben. Total. Okay. Du vor dir Tür steht übrigens eine Kuh. Ist die krank? Das geht an, Leute. Gang davon. Sie kommt versteckt. Mach mir das auf den Stamm. Wenn der Brian recht hat, bringt es die Firma ein paar Millionen Dollar ein. Schocki, echt? Als Beispiel. Mhm. Ja, aber es geht doch darum, dass der da draussen ist, in der Welt. Ständig neben irgendeinem Kaffeeautomat steht und mit seinen Kollegen von Scarlett Johansson schwelt. Richtig. Macht er das? Und in dieser Zeit rennst du daheim zwischen deinen Kindern hin und her und versuchst verzweifelt, zu passablen Menschen zu ziehen. Margot! Margot, ist sie hier? Sie ist hier, ja. Gott sei Dank. Entschuldige, dass ich hier so reinplatze, aber vor deiner Tür steht. Was ist das da? Das sind Handschellen, Brian. He? Hast du das noch nie weggefasst, Bummer? Habt ihr überhaupt den Hut vor der Ahnung? Was ich weiss, sie kann viele Sachen gleichzeitig machen, das weiss ich. Sie kann die Rosi füttern und ins Nacht kochen und telefonieren und Dings zusammenlegen und mit dem Tom schimpfen und schluchzen und alles gleichzeitig. Ja, da staune ich auch und denke, niemand sagt ihr Merci, dass sie die nächste Generation von Menschen aufzieht. Wir brauchen jetzt alle einfach ein schön heisses Süppli und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Heiss. Heiss. So. Margot, ein guter. Denkerin. Mein Beruf ist das Denken. Ich bin berühmt worden dank meinem Denken. Und jetzt fahrt ihr mir eine Karre, nur weil ihr mit eurem kleinen Leben nicht zufrieden seid. Warum übernehmt ihr nicht einmal ein bisschen Verantwortung für euch selber? Liebevoll, dass ich meine feminine Seite spüre. Mich öffnen, zuhören, emotional verfügbar bin. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, genau. Bravo. Theoretisch weisst du es aber. Bewertet, das war immer schon so. Das wird immer so sein. Konzentriert, Brian. Ja, die multinationalen Rücken.